Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Tuvorex. Ja, ihr seht es, ich habe die Bauarbeiterbasis auf Level 4 endlich gebracht und habe auch schon so ein bisschen was aus dem Shop geholt, nämlich die Mauern und die eine oder andere Falle. Den Bogenschützenturm konnte ich mir auch gerade noch so leisten, aber nächstes Ziel ist jetzt eigentlich das vierte Lager. Und das kostet 350.000, dauert 8 Stunden. Bei uns gehen aber nur 300.000 rein. Das heißt, wir müssen als erstes wieder das Elex-Lager hochmachen. Das kostet 200.000, dauert 3 Stunden. Und mit dem bisschen Bonus, ich bin im Moment kurz unter 1400. Ja, da ist natürlich nicht viel zu reißen, aber ich glaube, das ist erstmal Prio 1, dieses Lager, denke ich mal. Und da muss ich jetzt irgendwie mit meinen Truppen, denke ich mal, so ein bisschen was an Lager machen hier. Im Moment tue ich mich echt nach wie vor wieder ein bisschen schwer. Ich gucke mal, ob er nicht hier schon irgendwo so eine Falle auch hat. Ah, da sind beide. Da ist diese Riesenbombe. Die macht mir natürlich richtig zu schaffen. Kann man nicht anders sagen. Und aber mal sehen, ob wir nicht hier den kleinen Scheiß wenigstens mit wegkriegen. Und vielleicht so das ein oder andere Dev-Gebäude. Viel geht hier sicherlich nicht, weil der hat auch schon diese Post. Da laufen dann die Truppen dann auf die anderen Truppen hin und 43%, die ballern jetzt auf das Rathaus hier, das auf die Bauarbeiterhütte, Baumeisterhütte, mein Gott, nennt sie doch wie sie will, aufs Rathaus. So, 53%, mal gucken, ob das schon gereicht hat für einen Sieg. Und jawohl, das hat heute mal gereicht. Jetzt haben wir immerhin schon mal unsere... Ach, nee, wir haben hier die 300.000. Ach, herrje, nee. Ach, herrje, nee, ach, herrje, nee. Das würde jetzt gerade so fürs Labor reichen, 8 Stunden. Okay, ein... Und wir brauchen aber 200.000 dafür. Ach, ach, ach. Ach, das ist ja wieder doof. Ach, das ist ja wieder doof. Was machen wir denn da? 200.000, wir müssen das Zeug ja mal ein bisschen verbrauchen. Ich kann ja nicht ewig auf den Elix hier sitzen. Und, die Uhr kostet 150.000, die brauchen wir im Moment noch nicht und das Elex brauche ich tatsächlich nicht. In die nächsten 3 Stunden werde ich das hier nicht reinfarmen, glaube ich, die 200.000. Ich gucke mal, was ich denn an Bonus bekomme, 70 und 90 noch, also 160.000 und die 70.000, ja, das würde vielleicht gerade so reichen, aber ich würde natürlich das ganze Elex hier nicht ausgeben. Ah, was machen wir denn da? Komm, da machen wir. Wir machen den erstmal, dann haben wir was angestoßen. Ist halt so. Und dann können wir uns gleich wieder in den Kampf reinstürzen. So, gucken wir mal, ob wir den zweiten Angriff hier auch schaffen mit unseren verminderten Truppen. Also ihr seht es hier selber, man bekommt oder ich bekomme fast nur noch auch vorher schon mit dem mit der Meisterhütte auf 3 bekomme ich fast nur Level 4 Gegner. Und auch hier denke ich mal, versuchen wir irgendwie etwas mitzunehmen. Was auch immer. Ich mache das jetzt mal so. Der hat ja noch keine Post hier. Jetzt ist mir auch die Bombe eigentlich egal. Wir nehmen... Ah, da ist die. Okay. Irgendwie müssen wir ja das Zeug hier jetzt reinfarmen. Und damit wir nachher... zumindest genug haben, dass wir das Lager wenigstens machen können. Ah, das sind 43%. Geht da noch was? Nein, da geht nichts mehr. Da geht nichts. Okay. Mal sehen, ob wir mit 43% gewinnen. Ich denke mal, nicht 25% zerstört. Das ist knappe Kiste. Ja, ich habe ja so ein bisschen schon rausgebracht hier. Die Mauern habe ich erstmal einfach so hingepflanzt. Einige werden sich fragen, Mann, was, da hat das lange gedauert, bis du auf der Meisterhütte 4 bis hier, ja, das hat lange gedauert, weil ich ja jede Mauer gemacht habe. Ja, und ich guck mal, die kosten jetzt schon 300.000. Das ist natürlich auch ein Wort zum Sonntag, aber ich werde die Mauern auch hier wieder machen. Da könnt ihr mir auch nicht ins Gewissen reden. Wir haben leicht verloren. Ah, ne, ein Draw. Oh, das ist cool. Unentschieden, ja gut, ein Unentschieden. Ist nicht so tragisch, wir suchen gleich mal weiter. Von irgendwoher kamen hier so ein paar
Gems angeflogen. So, ich glaube, das ist immer schwierig hier. Aber ich denke mal, hier hinten können wir uns diesen großen Uhrenturm, den können wir uns wegsnaggeln. Den können wir uns wegsnaggeln und ich gucke mal, ob wir hier irgendwo eine Falle haben. Ne, haben wir auch nicht. Das ist natürlich nicht schlecht. Dahinter könnte natürlich eine Falle sein, aber wir schicken hier jetzt mal ganz, ganz viele rein. Und in der Hoffnung, dass die irgendwo hinlaufen, Hauptsache nicht zum Crusher. Ja, dann sind die nämlich mit einmal instant tot und wenigstens noch so ein paar Sachen vorher machen. Damit wir ein paar Prozente hier mitnehmen. Ja, das sieht ganz gut aus, aber jetzt kommt gleich der Crusher runter. Ah, da ist er schon. Und ich denke mal, oh, das sieht noch gut aus. Ja, wir kriegen die Meisterhütte. Ah, wir kriegen die Meisterhütte, den Crusher noch. Oder? Ah, nee, kriegen wir nicht mehr. Scheiße. Ah, die doofe Kanone hier unten. Wieder 43%. Mei, mei, mei. Ah, den haben wir auch ganz klar verloren. Okay. Ah. Mensch des Kinders. Das muss doch mal was werden hier. Ja, das muss doch mal was werden. Wie gehen wir hier vor? Der Crusher ist hier ein bisschen cool platziert. Mal sehen, der wird hier eine Bombe haben. Ah, hat sogar zwei Bomben hier. Okay. Dann können wir den in jedem Fall so wegmachen. Und ich würde sagen, wir gehen, sobald der weg ist, hier rein mit so ein paar. So, mal gucken, nach wohin die laufen. Okay, die laufen nach dahin, haben ein bisschen was ausgelöst. Da ist, habt ihr gesehen? Da war diese Riesenbombe. Ah, krass, ey, die zermalmt echt meine Truppen. Sowas von arg. Und 45, mal sehen, ob die Hütte da noch schaffen, die paar Barbaren da oben. Jo, 50%, okay. 50 ist wenig. Aber schauen wir mal, wie wenig 50% wirklich ist. Gucken wir mal. Und Mr. Peter, mal sehen, von den Spy Masters, ob er Bilderhall destroyed. Okay, das sind schon mal 50%. Jetzt braucht er eigentlich nur noch ein Gebäude. Beziehungsweise, oder er hat nur die Bauarbeitermeister. Ah doch, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, super. Er hat nur 22% gemacht. Da gucken wir uns mal an, wie er das gemacht hat. Da gucken wir uns mal an, wie er das gemacht hat. Okay. Ah, er hat da unten nochmal gewechselt auf Riesen anstatt der Bogenschützen und hat diesen komischen Bomber dabei. Was der taucht, weiß ich noch gar nicht, weil bisher hat er echt nichts gebracht. Aber mal gucken. Ich nehme mal an, dass wenn er die jetzt schon hier unten hat, dann werden... Ach nee, jetzt kommen sie mit raus und die werden ja Mauern machen. Okay, da hat er die Mauer aufgesprengt. Und kriegt jetzt meine Hütte. Ah, okay, mehr kriegt er aber nicht. Alles klar. Hat nur meine Hütte gekriegt. Ja, super. Super Geschichte hier. Gut gedefft. Und 143.000 haben wir. Was gibt es hier nachher am Bonus? Gibt es 90.000. Okay. Ja, ihr seht, ich drücke immer so ein bisschen auf den Game-Button. Ich habe noch ein bisschen an Games zugelegt. Vor allen Dingen für den... ich weiß, ich hatte über 3.000. Das ist jetzt spielt nicht wirklich eine Rolle. Und, hier hat er überhaupt keine Falle. Das ist natürlich cool. Spielt nicht so wirklich eine Rolle hier. Aber für den Livestream, der wahrscheinlich heute Abend kommt. Ich werde wahrscheinlich heute Abend mit euch ein bisschen streamen. Habe ich gedacht, schiebe ich mal so ein bisschen, gebe mal ein bisschen Gas. Schube mal so ein bisschen und verballer mal ein paar Gems. Dass wir ein bisschen was angreifen können etc. So, 39%, 43%. Kriegen wir noch ein Gebäude? Schaffen wir noch ein Gebäude? Schaffen wir noch ein Gebäude? Na. Ja, wir schaffen die Meisterhütte. Ah, super. Obwohl 48%. Das ist immer grenzwertig. Aber immerhin haben wir mit 48% mehr als... wir haben natürlich doch die Meisterhütte hatten wir ja. Und haben halt auch Prozente rangesetzt. Mal sehen, ob das reicht. Oh, 25% destroyed. Okay. Oh, ich muss immer ein bisschen mitzittern hier. Eieieiei. Oh. Na, gehen wir hier mal rein. Ja, den lasse ich erstmal so stehen, glaube ich. Und alles Weitere werden wir dann sicherlich sehen. Ich mache mich da mal schlau. Hatte die letzten Tage echt wenig Zeit, mich um
meine Clash of Clans Pflege hier stark zu kümmern. Habe aber gesehen, dass es schon nette Bases hier gibt. Da muss ich mal gucken, ob ich mir so eine nachbaue oder ob ich die hier nur so ein bisschen modifiziere. Schauen wir mal. Oh, das dauert schon wieder ziemlich lange hier mit ihm. Und wir haben auch defeated. Er hat 58% gemacht. Okay, naja. 58% gemacht. Ja, das ist eigentlich einer, den könnten wir so machen. Der hat hier bestimmt... Ah, da hat er beide Bomben. Okay. Das ist jetzt nicht so schlecht für uns. Die gehen ja in jedem Fall, denke ich mal... ja, pass mal auf. Wir droppen erstmal die. Die sind ja hidden. Und dann ziehen wir die einfach mal nach hier. Volle Pulle. Volle Pulle hier reinsgetümmelt. Der Zerstörer, der Zerschmetterer da ist ja nicht ganz so tragisch. Jetzt haben wir zwar ein paar Bubis verloren, aber wir kriegen in jedem Fall die Hütte. Und ich denke mal, wir kriegen auch noch das ein oder andere Dev-Gebäude, bevor der Zermalmer uns zermalmt. Na komm, ein bisschen geht noch, 34%. Ja, so viel ging jetzt doch nicht, okay. Da sind wir in die Falle gelaufen, aber 34%, gucken wir mal. Ja, wir haben gewonnen, super. Jetzt haben wir auch das notwendige Kleingeld zusammen. Wann können wir wieder angreifen? Ja, 7 Stunden, das passt. Dann kann ich im Stream so ein bisschen was zeigen, ja super. Das läuft hier und ja, kurzer Status hier, wie gesagt, Bilderhol 4. Schön reingefarmt und ich würde sagen, die Nachmittagsfolge wird in jedem Fall auch eine Clash of Clans Folge werden aus dem anderen Dorf. Und da könnt ihr auch gespannt sein, wie es mir da ergangen ist oder wie es da überhaupt weitergeht. Und bis dahin, euer Toto Clash.